starten. In diesem Sinne auch, ja, jetzt zum Feierabend, Nachmittag, herzlich willkommen zu unserem kleinen Bergfest. Zur Halbzeit. Bergfest heißt ja immer Halbzeit. Der etwas kürzere MOOC-Woche wegen Feiertag, aber wie gesagt, für alle, die morgen Mittag Zeit und Lust haben, die Susanne ist gerade eingetroffen. Sie wird euch morgen ein bisschen was erzählen, wie man denn so einen agilen Lernansatz, agiles Lerncoaching ins Unternehmen reinbringen kann. Von dem her geladen. Heute geht das Bergfest an sich, ist glaube ich mal ein Experiment, einfach mal zu gucken. Wir hatten noch Zeit und Lust, nachmittags um 5 ein bisschen mit uns übers Lernen oder Lerncoaching oder agiles Lerncoaching zu quatschen. Und wir würden es gerne heute toolgesteuert versuchen. Und dafür werde ich euch mal in den Chat einen Link reinschicken. Das ist ein Mural Board. Ich glaube, viele von euch kennen es schon. Es ist ja mittlerweile eins der heißesten Tools in dieser Corona-Zeit. Und wenn ihr da mal reinguckt, werdet ihr auf der linken Seite ein kleines, großes, schönes Board sehen. Und uns würde einfach mal interessieren, wie geht's euch so nach 3 Tagen agiles Lernen, agiles Lerncoaching mit uns, den Quality Minds? Was wollt ihr uns schon mal mitteilen, was ihr gut findet? Was wollt ihr uns mitteilen, was ihr nicht so gut findet? Kann alles sein. Also ihr könnt die Inhalte bewerten, ihr könnt den Prozess bewerten, ihr könnt unseren Auftritt bewerten, wie auch immer ihr möchtet. Und ihr dürft natürlich Bergfest, das heißt, die Hälfte steht da vor uns. Ihr dürft gerne Verbesserungsvorschläge gleich mit einbringen. Wir werden natürlich versuchen, die im Laufe der Zeit schon einzubringen. Ein Verbesserungsvorschlag zum Beispiel ist diese Aufnahme. Die läuft ja seit heute Mittag, nehmen wir alles auf, weil es ein Wunsch aus der Community war. Und unten rechts, sehr, sehr spannend, der Punkt, mein Aha-Effekt. Also ihr seid jetzt mindestens seit 2 Tagen schon im Lernen drinnen. Schaut unseren Content an und gerne mal einfach sagen, so, wow, das nehme ich mit, wow, das hat mich fasziniert oder den Inhalt, der war komplett neu für mich. Also was so euer Aha-Effekt war, dürft ihr gerne auch mit uns teilen. Genau, für alle Neuankömmlinge im Chat findet ihr einen Mural-Link. Ich poste den gleich nochmal rein. Und ihr seid schon alle fleißig am Schreiben. Das finde ich super. Für alle, die Mural noch nicht genutzt haben, auf der linken Seite findet ihr so eine Leiste. Da ist der zweite Punkt, so ein kleiner Post-it, wo ihr ganz problemlos einen Post-it in diese Box reinziehen könnt und euch da einfach beteiligen könnt. Und es ist eine Feldermatrix, einfach eine 4-Felder-Retrospektive, wo ihr uns ein bisschen Feedback geben könnt, wie ihr jetzt so die aktuell 2-2,5 Tage agiles Lernen, agiles Lerncoaching mit Quality Minds erlebt habt. Aber unten rechts, unten links seht ihr natürlich, ihr dürft auch gerne mitgestalten. Und genau, dann würde ich jetzt einfach mal uns ein paar Minuten dafür Zeit lassen. Für alle die kein Mural haben oder das gerade nicht nutzen können, habe ich meinen Bildschirm geteilt, sodass, wenn ihr den sehen wollt, weil ihr kein Mural habt oder damit nicht arbeiten könnt, dass ihr zumindest verfolgen könnt, was die anderen da alles machen. Ich finde es immer wieder spannend, dieses Tool, was da auf so einem weißen Papier alles vor sich geht. Ich sehe, 23 Personen sind aktiv am Post-it ziehen und Post-it schreiben. Oh, unten links bin ich jetzt gespannt. Alle bitte mehr visualisieren. Okay, das ist wahrscheinlich ein Hinweis oder eine Bitte an die Community. Ja. Bisher kriege ich, glaube ich, auf Twitter so ziemlich der meiste Betrieb, wenn ich das so mitverfolge.
Aber ihr dürft uns gerne über jeden Kanal jederzeit anschreiben. PDFs in den Lernpfaden auf Dropbox, dort waren dann die Links nicht klickbar und mussten kopiert werden. Stimmt. Das ist kein, ja. Das nehmen wir gerne als Feedback mit. Aber ich hoffe zumindest in denjenigen, der das geschrieben hat, dass man es trotzdem erreichen konnte und dass es halt kein K.O.-Kriterium war, sondern ein not nice, aber immerhin funktionsfähig. Oh, Susanne, da kommt das perfekte Verbesserungsthema für dich. Es geht um praktische Umsetzung. Also gerne morgen um 1. Morgen 13 Uhr. Für alle, die nicht Vatertag feiern. Genau. Ansonsten, wie gesagt, wir nehmen alle Sessions auf. Auch die morgen Mittag kann man also auch nachschauen und gerne im Nachgang über diverse Kanäle mit uns kommunizieren oder natürlich auch mit der Community. Nutzt irgendjemand mein Bildschirmsharing oder soll ich es einfach wieder ausschalten? Also ich finde es zumindest interessant, auch für die Videoaufnahme. Und dann lassen wir es. Ja. Da kommt noch jemand. Ganz kurz für die Leute, die neu dazugekommen sind. Wir haben einen Mural-Link im Chat gepostet, wo wir gerade dran arbeiten, so eine kleine Retrospektive über die halbe Woche zu machen. Wer kein Mural hat, kann einfach mein Bildschirmsharing beobachten. Wer Mural nutzt, kann auch selber dazu beitragen. Und bei irgendjemand zwitschern die Vögel. Das ist eine schöne Hintergrundmusik. Das sind meine. Man glaubt, eine Vogelvoliere. Ja, mitten in Nürnberg, mitten in der Stadt. Also ich sehe gerade bei den Aha-Effekten das Thema mit der Schule. War die Person heute Mittag in der Session dabei? Weil da war nicht ich der Harald, sondern ein anderer Harald dabei, der auch schon ein bisschen erzählt hat, wie es im schulischen Kontext umgesetzt wird. Gerne da auch das Video im Nachgang nochmal gucken oder auch auf uns zukommen. Wie gesagt, ich praktiziere das im Ausbildungskontext. Aber können wir uns gerne auch darüber unterhalten, wie das im Schulkontext ist. Also ich würde uns noch so 1-2 Minuten geben und dann gern die ein oder andere Frage auch mal per Wortmeldung diskutieren. Okay. Ihr dürft gerne weiter fleißig schreiben. Ich würde jetzt einfach mal auf den einen oder anderen Punkt eingehen. Die Themen, was ihr gut findet, dafür ganz, ganz vielen Dank. Da wird vor allem das Individuelle etwas hervorgehoben, aber auch diese differenzierte
Art und Weise von Materialien. Ihr habt ein paar Podcasts angehört, ihr habt mal ein Video angeguckt, ihr habt mal verschiedene Texte gelesen. Ja, danke für das Lob, dass wir Vorschläge gleich aufnehmen. Ihr seht, wir sind da offen und versuchen, wenn es machbar ist, es gleich umzusetzen. Ich springe dann auch gleich mal weiter ein bisschen in den Punkt, was ihr nicht so gut findet, dieses Thema Lernpfad oder beziehungsweise die Strukturierung, wie wir den Content so zur Verfügung stellen. Und ich glaube, der Manuel ist auch da. Vielleicht magst du da ein paar Worte dazu sagen. Ja, also genau, ich schaue mir nochmal, ich muss gerade das Post jetzt suchen. Also Lernpfad fand ich nicht so sexy. Vorher Gedanken machen, danach bereiten kam mir sehr schulisch und wenig agil vor. Das bezieht sich wahrscheinlich, also vermute ich jetzt mal, auf die Aufbereitung der einzelnen Lerninhalte. Wir machen das quasi immer als Angebot, ganz ähnlich auch mit unseren Lernenden, dass wir nicht einfach Materialien kuratieren, sondern das wissen die meisten von euch ja aus der Forschung, dass eine Vorwissensaktivierung zum Beispiel sehr förderlich sein kann, wenn man sich mit neuen Inhalten beschäftigt, sodass das neu erworbene Wissen oder Fähigkeiten andocken können. Und das soll die Überlegung dahinter ist genau diese, zu sagen, wir möchten die Lernenden dabei unterstützen, dass wir nicht einfach sagen, schau dir das mal an, wenn es zum Thema passt. Also wenn es zum Beispiel ein Lernziel ist, wo wir Materialien anbieten, sondern dass man vorher das Vorwissen aktiviert und in der Nachbereitung eben ganz ähnlich auch schaut, dass man das weiterbringt. Ganz häufig gehen wir hier in die Praxis, also sprich, das sind dann, wenn Lernziele dazu dienen oder ein Ziel haben, wo man sagt, man bringt Sachen in die Anwendung. Und das haben wir versucht, hier eben wie vieles von dem, was wir die Woche machen, so ein bisschen einen Eindruck davon zu geben. Und natürlich ist es jetzt in dem Sinne kein Zwang für euch, wenn ihr sagt, nö, das finde ich ein bisschen schulisch, dann schaut euch gerne einfach eben zum Beispiel den Text an oder hört den Podcast. Aber vielen Dank, ich nehme das mit, dass es relativ schulisch ist. Ich weiß jetzt nicht, ob wir auch, Harald, machen wir auch ein kleines Gespräch, weil da würde mich sonst interessieren, welche Alternativvorschläge es gibt natürlich, wie man das auch sehr gerne könnte. Sehr gerne auch mit Wortmeldung, falls jemand dazu noch was sagen möchte. Okay. Falls jemand noch Wortmeldung machen will, jederzeit gerne. Ich würde in der Zeit einfach vielleicht noch einen anderen Punkt aufgreifen. Das Thema Schwarz-Weiß-Denken, da wir ja vieles, dieses agile Manifest oder halt das agile Lernen, so kommt es zumindest bei dem einen oder anderen rüber, als das einzig Wahre sagen, klares Nein. Also ich sehe es da eher wie das agile Manifest, wo es ja auch heißt, so diese Individuen und Interaktionen vor dem anderen oder halt diese funktionierende Software. Und da heißt es ja auch immer so schön, wird mehr betrachtet als das andere. Aber das andere wird gewertschätzt und nicht vernachlässigt. Aber man legt einfach den Wert mehr auf die linke Seite. Und in unserem Fall ist es halt eben das agile Lernen oder das agile Lerncoaching. Aber natürlich gibt es auch sinnvolle oder hat es alles, was bisher war und was auch immer ist, hat alles seine Berechtigkeit oder Richtigkeit und auch das Thema, es wird gerade als Neues verkauft, aber ja, wenn man sich das im Grundlegenden anschaut, für mich ist ja Agilität immer noch gesunder Menschenverstand und der gesunde Menschenverstand, den gibt es ja in der alten sowie in der neuen Welt. Es wird halt gerade oder es wird jetzt anders verpackt mit ein paar anderen Methoden, ein paar anderen Tools, zum Beispiel sowas wie Mural. Und da kommt halt hinten was anders raus. Aber ja, ich sehe es jetzt auch nicht als komplett neu. Es ist halt bewährtes und neue Erkenntnisse miteinander verpackt ein Stück weit. Okay, die Thematik mit den Austauschen wird nochmal angesprochen. Was haben wir denn noch? Also was mich bei dieser Retrospektive immer als erstes freut, ist, wenn man es mal ein bisschen rausscrollt und einfach mal so oben links und unten rechts im Gegensatz zum Rest anschaut, weil oben links und unten rechts sind ja so diese vor allem wow-positiven Themen. Die negativen Themen, deswegen gehe ich da auch bewusst drauf ein. Da versuchen wir natürlich ein Stück weit, nicht Stellung zu beziehen, aber zumindest einen Ton dazu zu sagen, was wir uns dabei gedacht haben oder wieso es dazu kommt. Aber an der Stelle schon mal dafür vielen, vielen Dank. Ich gucke gerade, ob da noch ein bisschen was auftaucht. Okay, der erste Versuch, den
die Glühbirne zu verschwinden zu lassen. Also erstmal vielen Dank für so diesen ersten Impuls. Wir werden es bei uns auch intern nochmal im Nachgang ein bisschen durchgehen, ob wir vielleicht für morgen, übermorgen nochmal was anpassen können. Und der Link oder halt diese Mural-Seite wird auch noch offen bleiben. Von dem her könnt ihr euch gerne im Nachgang da nochmal anschauen. Wir werden sie vielleicht auch auf kolon.de hinter das Bergfest nochmal reinpacken, falls ihr selber nochmal reingucken wollt. Und ansonsten, der findige User sieht vielleicht, da rechts ist irgendwie ziemlich viel Platz. Und nachdem das jetzt gerade schon mal so gut geklappt hat, würde ich euch nochmal bitten, hätte ich nochmal so zwei Impulsanregungen, zu denen uns interessieren würde, wie geht es euch damit? Also gibt es was in diesen zwei Tagen, wo ihr jetzt gelernt, gelesen, gehört, geschaut, was auch immer habt, wo ihr sagt, boah, wenn ich Montag wieder auf Arbeit gehe oder vielleicht habt ihr schon etwas konkret umgesetzt, gerne da einfach mal mitteilen, der Community uns mitteilen, einfach zu sagen, hey, das eine Ding, das eine Item, der eine Inhalt, den fand ich so cool, das habe ich direkt umgesetzt. Aber auch gerne noch sagen, wenn ihr etwas habt, wie zum Beispiel das Thema mit, wie setze ich das Ganze um, da brauche ich noch mehr Input. Bei dem Thema Umsetzen, wie gesagt, gibt es morgen die Brownback-Session, aber vielleicht sagt ihr, es gibt noch andere Themen, wo ihr sagt, da wäre noch ein bisschen mehr Inhalt ganz, ganz hilfreich. Und auch hier gerne per Wortmeldung, falls jemand was in die offene Diskussion stellen möchte. Ansonsten würde ich auch hier einfach mal 2, 3, 4 Minuten Zeit lassen. Okay, vielleicht diesmal vorab die Frage, möchte irgendjemand eine Wortmeldung geben, entweder zu dem, was geschrieben ist oder vielleicht einfach mal mit den anwesenden Personen irgendwas diskutieren wollen?
Hallo, Matthias hier, hört ihr mich? Hi Matthias, ja, wir hören dich. Ich habe gerade auch den Zettel unten geschrieben zu dem Thema, wie verkaufe ich denn dieses selbstgesteuerte Lernen, weil wir haben relativ viel mit traditionellen Betrieben zu tun, ja, wo das Thema Lernen sowieso schon immer schwierig ist. Und da stelle ich mir einfach die Frage, ja, wie kann man sowas auch schmackhaft machen? Weil das erfordert ja beim Lerner und auch bei den Lehrenden oder bei denen, die Personalentwicklung wie auch immer organisieren, ein ganz anderes Verständnis. Ich weiß nicht, vielleicht hat da jemand kreative Ideen, weil ich manchmal den Eindruck habe, dass die Hürden da sehr groß sind. Ich hoffe, du hast Zeit morgen um 13 Uhr. Genau, ja, das ist der Inhalt meiner Browback-Session. Also toll, wenn sehr du cool kommst, weil darum geht es morgen. Weil genau darum, das ist eben eine wichtige Thematik, auch da Mehrwert zu schaffen und die Leute in ihrem aktuellen Thema eben abzuholen und auch viele bisher eingefahrene Ansichten, wie Lernen funktionieren soll und wie es sich gut und richtig anhört, auch vielleicht mal argumentativ nochmal zu hinterfragen und vielleicht sogar entkräften zu können. Super, das klingt perfekt. Da bin ich sehr gerne dabei. Super, da bin ich nicht alleine, das ist eine gewisse Furcht. Bestimmt nicht, Susanne, das klappt schon. Ich hatte die Frage reingestellt, wie die gemeinsame Haltung fördern. Das passt, glaube ich, auch ganz gut dazu. Ich denke, nur wenn man die passende Haltung auch hat gemeinsam, ist auch eine Bereitschaft da, so etwas zu machen. Wie seht ihr das? Also ich kann dir da nur zustimmen. Also ich meine, mein Gedanke war auch für dieses stärker selbstgesteuerte Lernen, sage ich mal, da muss die ganze Kultur ja auch passen, ja, weil da muss ich auch als Führungskraft oder als Kollegen zulassen, dass andere sich selbstständig irgendwie mit einem Thema beschäftigen, selber da vorangehen, sich den Input vielleicht auch holen. Da muss ja alles mitmachen, also Kollegen, Führungskräfte, eigentlich alle. Also von daher kann ich nur zustimmen. Sehr schön. Also mich freut vor allem, dass wir schon 6 Zettel haben nach knapp 2 Tagen, wo man konkret sagt, hey, cool, das habe ich gelernt, das werde ich sofort umsetzen. Das freut uns da immer besonders. Wie gesagt, das ein oder andere Thema, was noch mehr Input, beziehungsweise wo ihr euch gerne noch was wünscht, scheinbar warten, Susanne, schon alle auf deine Session morgen, wenn ich mir das so durchlese. vielleicht, da war doch gerade noch ein Zettel mit externer. Der ist gerade verschwunden oder ist da einer drüber gegangen? Ah, guck an, da versteckt sich unten einer. Ist der Manuel mittlerweile wieder da? Nein. Dann würde ich das machen. Und zwar bieten wir von Seiten Quality Minds ja auch an, dass wir als agiler Lerncoach in Unternehmen reingehen und die Unternehmen da letztendlich auch unterstützen. Ich selber tue das auch. Und da war jetzt die Frage, wie kann man das unterstützen oder wie kann man sich das vorstellen? Also ich sehe mich da als Sparringspartner mit einem Lernenden durch ganz viele Fragestellungen, zum einen seinen wirklich eigenen Lernbedarf erstmal herauszufinden, weil das Problem ist ja oftmals so, entweder er wird irgendwo hingeschickt oder er soll irgendwas machen oder überhaupt, aber Thema Motivation, er steckt nie so richtig selber dahinter, wenn es nicht von ihm auskommt. Und damit ganz viele Fragestellungen. Und da ist es manchmal wirklich gut, wenn man von außen kommt und eben nicht so unter dem gleichen Deckmantel ist und halt, ja, wie man immer so schön sagt, im gleichen Saft schwimmt, sondern wirklich mit einem komplett freien oder anderen Ansatz da rangeht, den durch viele Fragestellungen seine wirklichen eigenen Lernbedarfe, seine eigenen Lernziele zu erarbeiten, weil da hat man gleich ein ganz anderes Thema rund um die Motivation. Und dann, so mache ich es zumindest, meine Lernenden, wenn ich herausgefunden habe, was er lernen möchte, ihn dann punktuell mit verschiedenen Impulsen ein bisschen zu kitzeln. Also ich schicke ihm mal einen Podcast, also ähnlich wie ihr es jetzt die Woche erlebt, mal einen Podcast, mal ein Video, mal einen Text, um ihm da einfach verschiedene Impulse zuzusteuern und da teilweise extern, also alles, was das WWW hergibt. Aber wir haben auch immer einen Sparringspartner innerhalb des Unternehmens, um vielleicht ein Intranet, um einen SharePoint, um was es da intern alles gibt, ein bisschen abzugreifen, sodass der Lernende wirklich sich ausschließlich ums Lernen kümmern kann.
und eben nicht, weil ich glaube, jeder von euch kennt es, okay, ich möchte jetzt irgendwas lernen, ich google das jetzt mal und werde direkt erschlagen von der Masse an Informationen, sondern da ist der Lerncoach derjenige, der einem da ein bisschen diesen Sparringspartner macht, jemanden gewisse Inhalte schon mal ein bisschen vorbereitet, damit der Lernende sich an der Stelle wirklich rein ums Lernen kümmern kann. Und da ist es bei uns eben, wenn wir als Externe reinkommen, glaube ich, nochmal der große Mehrwert, dass wir nochmal mit einem ganz anderen Blick auf das Thema kommen. Also ich hatte jetzt vor kurzem erst einen Lernenden, da ging es zum Beispiel um testgetriebene Entwicklung. Und da einfach mal so Impulse zu geben, hey, auch zu sowas gibt es Podcasts, auch zu sowas gibt es kurze YouTube-Videos, auch zu sowas gibt es auch externe Communities oder Gamification. Es gibt sogar Anwendungen oder Online-Seiten, da kann man einfach spielerisch testgetriebene Programmierung lernen. Und einfach solche Aspekte dem mitzugeben, das war für ihn schon ein Riesenmehrwert, weil er war halt so in seinem internen Netz gefangen, hat gesagt, okay, irgendwo in dem Haus muss es doch jemand wissen oder muss mir doch helfen können. Und so einfach mal den Blick oder den Tellerrand zu verlassen, das ist so ein Mehrwert, den wir als externe Lerncoaches da ein Stück weit mitbringen. Wir haben noch Hallo? Eine Handmeldung von der Caroline. Genau. Also Carmen, hallo. Die Frage war auch von mir, deswegen habe ich da nochmal so eine nochmal hinter, wie kommt es denn zu einer Beauftragung? Weil wenn ist das dann die Führungskraft, die sagt, oh, ich habe einen Mitarbeiter, dem will ich das jetzt einfach mal gönnen oder ist es der Mitarbeiter selbst, der sagt, ich hätte sowas gerne? Weil wenn du sagst, du arbeitest mit ihm dann das Lernziel, dann hast du ja eigentlich von der Führungskraft eben keinen Auftrag. So dieses, wie es da dazu kommt, das kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen. Mhm. Susanne, möchtest du, soll ich? Na, du kannst gerne anfangen, aber ich okay. ergänze. wie kommt es dazu? Also in dem Fall war es so, wir haben uns auf einer Barcamp kennengelernt und da kam es einfach so, okay, ich buche jetzt einfach mal ein paar Sprints in Anführungszeichen. Wir hatten sie ja am Montag schon, diese 3-Monats-Sprints, die wir an der Stelle mit begleiten. Und dann hieß es einfach so, wir machen das jetzt mal als Experiment, mal 10 Stück. Und dann gab es quasi in dem Unternehmen intern einfach so eine offene Anfrage. Hey, ich habe hier quasi was Neues, wer möchte mit mir etwas ausprobieren? Und dann waren wir schon im Gespräch direkt mit dem Lernenden. Also natürlich muss es irgendjemand geben, der zum einen die Ressourcen, den Mut, aber auch ein Stück weit natürlich das Geld zur Verfügung stellt. Und dann kommen wir ins Unternehmen und stellen natürlich vor, was haben wir denn da vor? Und sind da sehr, sehr schnell mit dem einzelnen Lernenden im Gespräch, weil, wie du schon gesagt hast, Caroline, mit der Führungskraft selber möchte ich gar nicht so viel reden. Also ich möchte mit der Führungskraft das Thema bereden, was der Lernende da macht und dass es ein geschützter Rahmen ist. Aber was ich der Führungskraft nie sagen werde, wie der Lernende sich anstellt, ob er erfolgreich ist oder sonst was. Weil uns ist ja wichtig, dass der Lernende im Mittelpunkt steht, dass der Lernende dieses Ownership hat, dass er weiß, wann er wie was lernt. Und nicht so dieses Reporting-Thema, die Führungskraft muss immer Bescheid wissen, sondern dass es da ein sehr vertrauensvolles Verhältnis mit dem Lernenden selber besteht. Was aber nicht heißt, dass die Führungskraft außen vor ist. Also in meinem Fall, ich ermutige eigentlich eher die Lernenden selber, ihre Führungskraft zu erzählen, was sie für Erfolge und Fortschritte machen und wie das geht. Das ist noch eine Möglichkeit, auch wirklich positiv von dem Prozess einfach zu berichten, die Führungskraft mit einzubinden. Es muss aus meiner Sicht nicht über einen Dritten wie den Lerncoach gehen, sondern es geht einfach über den Lerner selber, der Updates gibt und sagt, ich bin jetzt so weit, ich habe da jetzt was erreicht, ich stecke hier noch fest, da brauche ich vielleicht auch von dir, liebe Führungskraft, noch ein bisschen Input, vielleicht hast du fachlich auch noch was für mich. Das ist, finde ich, ein wichtiger Prozess. Ein anderes Beispiel, wie man mit diesem Lerncoaching anfangen kann, ist zum Beispiel nach einem gemeinsamen Trainingsprozess, also zum Beispiel Nachwuchsführungskräfte, sage ich jetzt mal, als Zielgruppe, die bestimmte Führungsmodelle kennenlernen im Unternehmen und erstmal Input bekommen, was Führung in diesem Unternehmen heißt und dann für eine bestimmte Zeit einen Lerncoach zur Verfügung gestellt bekommt, der mit ihnen mehrere Lernsprints macht, um individuelle Themen aus diesem ersten Input nachverfolgen zu können und weiter zu vertiefen. Der eine Lernende möchte vielleicht einen Schwerpunkt auf die einen Bereich legen, der andere Lernende auf andere Bereiche, sodass man dann sehr individuell einen sehr standardisierten möglicherweise oder gemeinsamen Input weiter vertiefen kann und eben in die Richtung verfolgen, die für einen persönlich am wesentlichsten und wichtigsten ist. Auch so sehen Pilotprojekte aus, wo man einfach erste Erfahrungen sammeln kann, um
generelle Inhalte in einem individuellen Lernsetting weiter vertiefen zu können. Hilft dir das weiter, Caroline? Oder hast du selber auch Ideen, wie man das machen könnte? Danke, ja, das hilft schon weiter. Wir haben heute auch in der Lerngruppe, wir hatten heute die Session, heute Nachmittag auch viel diskutiert über die Rolle der Führungskraft und wie stark die ist. Also das ist für mich noch ein bisschen vielleicht auch gewöhnungsbedürftig oder also ich würde mir da mehr wünschen, dass die Führungskraft selber in so einer Rolle auch ist und positiv ist. Also dass es dieses, ich darf der Führungskraft jetzt nichts sagen, sondern dass die Führungskraft es treibt und dann aber klar den Mitarbeiter dabei unterstützt zu lernen. Weil ich immer noch denke, dass am Ende gibt es ja doch irgendein Ziel dieses Lernens, ne? Das hoffentlich übereinstimmt zwischen der Mitarbeiter und der Führungskraft beziehungsweise dem Unternehmen. Also das Unternehmen will ja irgendwas mit den Sachen, die der Mitarbeiter lernt, machen, ne? Wahrscheinlich, ne? Also keine Ahnung, Produkte verkaufen, bessere interne Prozesse oder irgendetwas, ja. Und ich finde es schön, wenn das dann eben übereinstimmend ist und das driftet mir so ein bisschen weg, wenn das so ganz zwischen Lerncoach und dem Coach ist. Ein vertrauensvolles Verhältnis, da bin ich sofort dabei. Das ist ja aber sonst im Coaching auch, also ohne, dass ich jetzt quasi aus dem Prozess direkt was erzähle. Und das vielleicht nochmal so. Ich würde dir gerne noch zwei Gedanken mit auf den Weg geben, wenn ihr euch nochmal trefft und das Thema noch weiter vertiefen möchtet. Erstens, Beispiele aus meiner eigenen Praxis. Eine meiner Mitarbeiterinnen, ich bin ja Teamleiterin des Lernteams und die hat sich sehr viele Lernziele im Bereich Testing und Softwareentwicklung gesetzt und hat im Endeffekt dann das Team verlassen und ist ein anderes Team innerhalb der Quality Minds beigetreten, weil sie das Thema einfach nach und nach so viel interessiert hat, dass sie eben das Thema Lernen zwar auch toll fand, aber sie wollte sich sehr an das Thema Testing, Softwareentwicklung einarbeiten. Mein Interesse als Führungskraft war in dem Moment, ja super, ja, verliere ich die. Aber als Unternehmen generell war das natürlich ein super Gewinn, ja, weil sie hatte Erfahrung in meinem Lernteam und gleichzeitig dann eben ihr neues Feld, Testing, Softwareentwicklung, Testautomatisierung in dem Fall, erschließen können. Und für das Unternehmen war das ein Riesengewinn. Ja. Ich als Führungskraft hätte aber eher wahrscheinlich versucht, um sie zu halten in meinem Team mit ihren Qualitäten und mit dem, was sie gut gemacht hat, mit ihr zu reden, was sie denn vielleicht im Lernen noch stärker interessiert und wie ich sie da fördern könnte oder so. Also ein Beispiel. Also fürs Unternehmen gut, für die Führungskraft vielleicht nur bedingt gut. Das andere, wenn wir als Quality Minds diese Lernziele, die wir im Unternehmen anonymisiert anschauen können, in Anführungszeichen, in unser Führungsteam mitnehmen, dann ist das eine echte Challenge, weil wir uns überlegen müssen, was machen wir denn eigentlich mit diesen ganzen Kompetenzen, die unsere Mitarbeiter sich da völlig freiwillig aufbauen? Genau wie du gesagt hast, ich als Unternehmen will ja, dass der Mitarbeiter irgendwas tut und ich will ja, dass der einen bestimmten Bereich aufbaut. Andersrum challengen mich als Unternehmen jetzt die Mitarbeiter und bauen Kompetenzen auf in Bereichen, an die ich selber als Unternehmen noch gar nicht gedacht habe. Und ich muss mir überlegen, was mache ich denn jetzt damit? Habe ich irgendwas übersehen? Muss ich meine Strategie ändern? Baue ich neue Services, neue Produkte auf, weil jetzt hier so viele Leute zu bestimmten Themen sich weiterbilden? Also auch ein sehr spannender Aspekt, völlig umgekehrt wie ein bisheriges personalentwicklungsstrategisches Konzept. Ich muss darauf reagieren, was in meinem Unternehmen passiert. Zwei Gedanken dazu. Dankeschön. Gut, bei Blick auf die Zeit, gibt es noch irgendwelche Wortmeldungen? Also erstmal vielen, vielen Dank für den ganzen Input. Und an der Stelle würde ich dann auch gleich mal die Aufnahme stoppen.